Herzlich willkommen, Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist endlich. Oh, Besuch auf dem Campingplatz. Oh, warte mal, das Spiel ist viel zu laut für mich. So, super. Ja, und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben zu versüßen. Ja, vorgestern ist Christine ausgezogen. Also, beziehungsweise. Sie hat gestern ihren Koffer gepackt, heute ist sie weg. Und jetzt müssen wir natürlich wieder einen neuen Bewohner suchen. Außerdem war Gilliver gestern da. Fand ich auch ganz cool. Gut. Gib mal her hier. Boah, eine Fink. Eine Fink. Oh. Platz hier. Oh, cool. Sehr schön. Sehr schön. Oder soll ich sie an den Strand stellen? Ich weiß es halt nicht. Aber wieso nicht? Ich möchte. Oh, sehr schön. Sehr schön. Könnte auch mal gut sein. Gut, dann schauen wir, glaube ich, mal als erstes in den Campingplatz, mal gucken, wer da drin ist. Oh, ich wollte eigentlich gerade Outlander schauen, ne? Weil ich gestern diesen Reality-Promi. Show-Dings geschaut habe. Oh, nee, brauche ich nicht. Ja. Aber leider kann man Outlander nicht, die Wiederholung anschauen. Toll. Staffel 5 kann ich also erstmal nicht schauen. Schade. Ich weiß nicht, wieso Fox das gemacht, aber okay, merke ich mir, Fox. Ne? Irgendwann gibt's dann Ärger. Tischplatte, was ist da links? Lampe, nee. Eine Pixar-Lampe. Brauche ich alles nicht. Sonst aktuell schaue ich Skins. Das war's, glaube ich, auch schon. Das war's auch schon. Oh, ich habe ja auch gestern ein neues Rezept bekommen. Den Heilen fange ich mir aber. Ist immer safes Geld. Ups. Doch, komm. Nee, kack. Ach, Mann, ich hasse Angeln. So, komm her. Genau. Johannes hat uns nämlich ein neues Rezept gegeben. Ich habe gerade nicht verstanden. Wir können gleich mal nach Hause gehen, wenn wir den Hai hier kurz verkaufen. Oder gehen wir erst auf die Insel? Wir können auch erstmal auf die Insel gehen. Wir können uns das Rezept auch hier anschauen. So. Wo ist denn das? Auf jeden Fall weit unten. Da. Das müsste die. Oh, mein Handy. Dankeschön. Das müsste die Kommode gewesen sein. Die ist neu. Die habe ich auch schon gebastelt. Jetzt langsam kriegen wir die Rezepte von Johannes. Das finde ich sehr gut. Ist Rainer da oder? Nee. Okay, da ist irgendjemand auf dem Platz. Oder. Gilde war jetzt wieder da, aber der war gestern da. Deswegen denke ich nicht, dass er jetzt auch wieder da ist. Mal eben. Assisa könnte dann da sein. Oder. Wer denn sonst? Weiß ich nicht. Ich hab auch in diesem Animal Crossing Video gesehen von Nintendo, ne, was es irgendwie alles so gibt, dass der Giraffenkäfer ziemlich ähnlich aussieht wie alle anderen Käfer. Ah, das ist ein Hirschkäfer, okay. Ich konnte da jetzt nicht so den großen Unterschied sehen. Tatsächlich. Ah, er ist da. Okay. Der Insektenheim. Oder könnte ich eigentlich heute Abend nochmal versuchen, die Leute zu kriegen? Schon mit 9 Uhr. Super. Jetzt haben sie aber erstmal den. Hand
Anzug hier wieder ausziehen. Obwohl, wir holen erstmal das Rezept. Wir holen erst das Rezept. Komm her, Rezeptchen. Ich habe auch sehr, sehr wenig Sommerrezepte. Also ich müsste eigentlich mal wieder mehr Ballons abschießen. Denn so geht das nicht. So geht das einfach nicht. So, Holzbett. Das haben wir aber hier. Haben wir mit Sicherheit. Okay. Also hier rein. Jetzt mal wieder was Cooles haben. Heute Abend ist außerdem die Xbox-Spiele-Präsentation. Ich bin gespannt. Ihr wisst ja alle, ne? Ich warte immer noch auf Harry Potter. Aber ich glaube, es wird erst so um die Gamescom veröffentlicht. Ist so mein Gefühl tatsächlich. Aber vielleicht auch nicht. Ah, Muskelanzug. Aber so cool sieht er nicht aus. Deswegen weiß ich nicht. Will ich den eigentlich nicht haben. Nee, heute ist nichts dabei. Naja, kann man nichts machen, ne? Ne, Tina. Ja, tschüss. Tschüssi, tschüssi. Langsam nicht mehr wohin mit den Rezepten, deswegen behalte ich die jetzt einfach. Oh, oh Gott, wir müssen ja erstmal noch die Tickets kaufen, habe ich vergessen. Ach Mann, ich bin so ein Trottel. Tschüss. Okay, da hat das dieses komische nicht gemacht. Nicht gemacht. Ich war kurz abgelenkt, weil ich hatte noch auf mein Handy Pokémon Go offen. Denn ich will irgendwann Meltam haben. Meltam? Oh, keine Ahnung, ja, ist. Willkommen, meine Kurta. Wie kann ich Ihnen helfen? Hier, bitteschön. Hier, Medaillen. Sehr schön. Jetzt können Sie auch hier, ne? Paar Tickets einlösen. Hier, mein Ticket. Genau. Ja, einlösen. Haben wir, glaube ich, 8 Chancen, ne? Irgendwas Cooles zu bekommen. Ich bin gespannt. Vielleicht kriegen wir ja wirklich was Cooles. Das wäre natürlich super. Vorhin ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir im Sommer dann danach suchen. Ich weiß nicht, ob es Sommercharaktere hier gibt. Aber irgendwie wäre schon cool. So. Ich finde das eigentlich echt cooler, wenn die Bewohner sich auf den Inseln nach den Jahreszeiten anpassen. Zum Beispiel ein Pinguin im Winter, ein Löwe im Sommer. Das wäre ganz cool, finde ich. Ist das auch zu blöd? Weiß ich nicht. Vielleicht ist es ja sogar so. Wer weiß, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Na, komm, mach mal hier. Oh, ich hätte eigentlich ganz gerne so einen Ameisenbewohner. Das wäre auch cool. Ja. Aber die können ja, glaube ich, keine Insekten nehmen, weil. Weil die Insekten ja schon verplant sind in dem Spiel. Damit man sie fängt und isst. Ja, gut, ne? Da muss man halt mehr Vogelarten nehmen. Oder irgendwas anderes. Fällt eh nichts ein, was man nehmen könnte. Fuchs gibt es den Fuchs? Nee, ne? Ah, ne, Rainer ist der Fuchs. Ist auch schon verplant. Ach, Mann. Wohl Harvey ist auch ein Hund. Ne? Ja. Mal gucken. Also ich fände es cool, wenn wir den Mumienkopf hätten. Coco. Wäre cool. Thomas
bin ich tatsächlich auch ein guter Fan, weil der ist immer so ruhig. Der gefällt mir auch sehr gut. Sonst wüsste ich jetzt auf Anhieb keinen. Wären so drei coole Dudes. Ich finde es aber schön, dass er die Türen auch wieder zumacht. Ich bin auch so einer, der macht immer die Türen zu, auch wenn ich weiß, die fallen automatisch zu. Ja, es sind Schiebetüren, dann nicht. So, hallo, Kleiner. Na, wie kann ich dir behilflich sein? Ich möchte fliegen. Hä? Okay. Oh, Sie waren schon lange nicht mehr hier. Hier, komm. Ich suche Ihnen eine nette Insel aus, okay? Ja, mein Ticket nutzen. Ja. Roger. Es ist alles bereit zum Abheben, aber nur um sicher zu gehen. Bist du bereit? Werkzeug am Strand? Start? Ja. Dann los, ab in die Luft mit dir. Oh, jetzt kommt die coole Melodie wieder. Gleich, wenn wir starten. Ach, ich liebe das. So. Als ob das Thomas ist, Leute. Als ob das Thomas ist. Oh mein Gott, ich hab keinen Stab. Nein. Kann man sich hier einen Stab kaufen? Hallo? Noch Werkzeug. Ach ne, ich muss mich erstmal einkaufen oder was? Was brauche ich denn dafür? Och, Alter. Mann, ich finde die Werkbank kann man auch gerne mal von überall betätigen können. Danke. Okay, ich brauche Werkzeug. Was brauche ich hier für Weichholz? Das heißt, ich muss mir erstmal eine Axt machen. Stein und Ast. Okay. Oh, Bruder, ey. Stein und Ast. Wie viele Steine waren das? Aber cool. Erste Insel direkt Thomas. Das finde ich schon cool. Ah, komm. Schneider. Haben wir hier noch irgendwo ein? Oder kann ich außen rum gehen? Das könnte eigentlich auch möglich sein. Hehehe, ausgetrickst hier. Tommy. Hallo Thomas! Hallo, Hallöchen! Hier jemanden von meinem Format zu treffen, hättest du nicht erwartet, was? Dann nennt mich Thomas, den größten Hundstar der Welt. Stadt. Oder Insel in diesem Falle. Du musst Moritz sein, von Nimmerland, stimmt's? Da schaust du darüber wohl gut aufeinander aufzupassen, solange wir hier sind, hef. Oh ja, yeah, ich liebe das Inselleben. Könnte ich diese perfekte Fusion von Kultur, von Kult und Kultur nur öfter erleben? Deine Insel, sagst du? Die mit dem malerischen Namen Nimmerland, hätte? Naja, ich hatte schon ganz schönes Lampenfieber, ehe ich mich für diese Inselszene hier inszenieren konnte. Aber ich glaube an das Schicksal, das uns blindlinges zusammenführte, Nimmerland. Ich komme. Hui, danke schon mal für dieses herzliche Willkommen. Also, wie gehe ich jetzt am besten vor? Kapito, ich melde mich einfach bei Tumnok, hef. Dupidupi, klingt doch gut. In diesem Sinne, danke für dein bislang noch völlig unberechtigtes Vertrauen, Moritz. Cool, Leute, haben wir Thomas. Leute, ne, ich bin kein Hacker. Ich habe das nicht eingestellt, dass Thomas kommt, ja? Mann. Ja, Leute, ich bin glücklich, tatsächlich. Wir haben endlich mal einen Bewohner bekommen, den ich auf Anhieb wollte. Und deswegen
kriegen wir zurück. Und wir bringen noch eben das Gemälde von Rainer zurück ins Museum. Was heißt zurück ins Museum? Wir bringen es ins Museum. Und dann war es das schon mit dem Part tatsächlich. Wow, das ging schneller als erwartet. Jetzt habe ich echt noch viele Meilen-Tickets übrig. Finde ich sehr, sehr gut fürs nächste Mal dann. Ja, sehr schön. Sehr, sehr gut. Boah, das hat echt gut geklappt. Also ich hätte damit nicht gerechnet. So, Sternfahre noch, komm mal mit. Hallo Eugen. Oh, das schläft schon wieder. Hoch, hoch. Oi, ich bin der Pardon. Guten Morgen, Moritz. Willkommen im Museum von dem Malan. Wie darf ich Ihnen dienen? Papa, was gedachten Sie denn zur Verfügung zu stellen? Ein Funkelgemälde. Hoch, hoch. Wenn das nicht ein Funkelgemälde ist, vollwertig und authentisch, dass ich das noch erleben darf, ein Tag wie der andere. Zack. Hallo Funkelgemälde, ich werde dieses edle Stück mit äußerster Sorgfalt behandeln. Großes Ehrenwort. Zudem werde ich eine Hinweistafel installieren mit wissenswerten Informationen über Ihre Spende. Bitte schauen Sie später vorbei. Kann ich Ihnen noch irgendwas helfen? Nein. Sehr gut, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt. Oh, Alter, was war denn mit seiner Stimme los? Mann, 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 Mann. So, das ist unsere Cleo. Oh, guck mal, ist hier. Was ist das denn? Ist das ein Fehler? Oder ist das Gemälde rechts einfach so groß? Okay, Funkelgemälde. Sternennacht heißt es. Okay. Vincent van Gogh. 1889, Öl auf Leinwand. Bekanntes Werk von Van Gogh, das er während seines Aufenthalts in einer Nervenheilanstalt malte. Das gemalte Motiv, die Aussicht aus seinem Zimmer, berührt auf Erinnerungen und erdachten Elementen. Das war die Aussicht. Oh, ich gucke gleich erstmal, wo er das gemacht hat. Der Turm sieht nämlich sehr, sehr cool aus. In einem Brief an seine Freunde bezeichnete Van Gogh dieses Werk als Misserfolg. Oh, wieso das denn? Das ist doch eigentlich mit das schönste Bild, was ich hier gesehen habe. Naja, gut, Leute. Das war's dann mit Animal Crossing für heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Haut rein und ciao.